Wir haben Donnerstag, 19. Mai 2022. Uhrzeit ist egal und mein YouTube-Kanal Burnout TV hat 2000 irgendwas, 50 Abonnenten und Klicks, ist mir scheißegal. Gestern Abend gab es so ein kleines, nicht ganz unwichtiges Fußballspielchen zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Zufälligerweise auch das Euroleague-Finale 2022. Ja. Ha. Ich bin immer noch sprachlos, denn das Spiel ist exakt so, wie ich es vorausgesagt habe, 5-4 nach Elfmeterschießen ausgegangen. Ich habe es nur nicht öffentlich gemacht, weil Oliver Glasner hat mich gebeten, nicht zu sehr gestern auf das Spiel einzugehen, weil er weiß, die ganze Welt guckt sich bei TV meine Spielberichte und Analysen hier an und er wollte nicht, dass Glasgow zu sehr vorbereitet ist. Ja. Deswegen habe ich gestern mal auch ein wenig von Nervosität die Spielergebnistipps hier weggelassen. Ja, und wer die Tore schießt, aber das war doch klar. Also ich bitte euch, ja, dass Boré das Tor schießt und dann genau die Reihenfolge. Es war klar, dass dann Lenz und Rustic und Kamada und Kostic und Boré die schießen. War logisch, ja. Und was war das aber bitte für ein Spiel, liebes Deutschland? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und diesmal frage ich es nicht einfach so, weil ich es weiß, dass du es gesehen hast. Ganz Deutschland hat es gesehen. Ganz Europa hat es gesehen. Die ganze Welt hat es gesehen. Und E.T. und sein Opa hat es auch gesehen. Ja? Das war unglaublich gestern. Was war das bitte? Eintracht Frankfurt kann nicht den leichten Weg machen. Eintracht Frankfurt kann nicht einfach nur gewinnen. Eintracht Frankfurt ist und bleibt die beste Mannschaft der Welt, weil nur Eintracht Frankfurt kann seine Fans einen solchen Nervenkitzel bis in den Herzinfarkt bringen. Und ich, das meine ich wortwörtlich, denn ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 gestern. Ja? Was war das bitte? Ja? Das Spiel fängt an mit der besten Aufstellung, die wir gerade haben. Haben wir ja schon besprochen, wie die Aufstellung war, das wisst ihr auch alle. Nach ein paar Minuten der erste Superschock. Dieser, ist euch aufgefallen, dass diese Rangers da, die haben jetzt überall kommen diese Multi-Universe-Filme raus, Doctor Strange, irgendein anderer Film ist mit Multi-Universe. Ich habe jetzt irgendwas heute gelesen, irgendein Berichtforscher meint, es gibt wirklich eine Parallelwelt. Es ist kein Witz, ist kein Marvel-Film, ja, wirklich. Ich habe in irgendeiner Zeitung heute gelesen, dass Forscher jetzt irgendwie entdeckt haben, es gibt ein Paralleluniversum, ja, wo jeder von euch zweimal existiert. Gottes Willen, ich hoffe nicht, die meisten von euch nerven einfach nur, ja. So, und ja, aber was ist das? Einer davon hat Lundström und Kamada. Was haben die? Lundström und Kamara. Ja, also bitte. Hört auf zu kopieren, Rangers. Ja, seht ihr, mit Plagiaten kommt ihr nicht weit. Ja, denn nur das Original kann das machen, was einfach mal gestern gemacht hat. Ja, nach ein paar Minuten kriegt Rode. Also, erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, für viele, also ich habe so gehört, die Kommentatoren loben diesen Schiedsrichter und was weiß ich. Ja, ich weiß nicht, ob aus. Wo kam der Herr Slowenien oder so, wie da die Fußballregeln sind, aber die sind eindeutig anders, näher angelegt an, ich weiß nicht, Mortal Kombat, ja, oder an Street Fighter, ich weiß nicht, was, wie da die Fußballregeln sind, aber ich habe so häufig gestern einen Elfmeter für die Eintracht gesehen, ich habe so häufig eine gelb bis rote Karte gesehen für den Gegner, ja, ich habe so häufig Fehlentscheidungen gesehen, wo einfach Fouls nicht gepfiffen wurden, ja. Natürlich alles gegen die Eintracht. Was für die Eintracht war, ja, zufällig okay. Ja. Aber es war fürchterlich, seine Leistung, fand ich. Ja. Du musst mir gar nicht ankommen mit der hat das super geleitet und sowas. Ja, fürchterlich. Ja. Und trotz dessen hat Eintracht Frankfurt wegen Karma gewonnen. Dazu kommen wir gleich. Ja. Der kickt Rode mit den Stollen, reißt seinen ganzen Schädel auf. Und natürlich, was ich alles zu Rode gesagt habe vor dem Video, es war, ihr wisst schon, die Taktik hier, um ihn nur besonders anzuheizen, unseren Kapitän, ja, hat das toll gemacht. Ja. Rode hat bis zu seiner Auswechslung ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat, was er für Bälle gewonnen hat, was er wie er angetrieben hat, die Mannschaft. Also, das ist ein Kapitän. Das ist ein Kapitän. Ich bin gerade voll erschreckt. Was habe ich da im Rückspiel? Das ist ja Optimus Prime, Mann. Da seht ihr den. Da. Okay. Ja, Rode, es ist ein ganz tolles Spiel gewesen, ja. Wahnsinn. Aber reißt seinen halben Schädel ab und dann, ja, hab nicht meine Ahnung so gefühlt, ja. Natürlich Schockmoment. Denkst du so, ach, scheiße, es kann doch nicht sein, dass du jetzt wirklich so schon so mental
psychisch zurückgeworfen wirst nach 6-7 Minuten oder wann das war, dass du nicht alles nach Plan läuft, du dich sofort wieder umstellen musst irgendwie, oh, Katastrophe, sowas ist gar nicht gut. Ja, das ist so typisch bei Eintracht in irgendwelchen wichtigen Spielen, die immer entschieden werden in der Vergangenheit, also sehr häufig durch Fehlentscheidungen, durch Elfer gegen sich, durch rote Karten gegen sich, durch Spielauswechslungen, ja, boah, gar nicht gut, dann kommen erstmal hin, die Verletzung kommt dann hoch und sonstige, ja, denke, aber Rode, trotz seiner, der sah schon aus wie nach dem Finishing Move von Scorpion von Mortal Kombat oder was die da so machen, ja, sah schon heftig aus, was da, offener Kopf und so, ja, okay, jedenfalls, hat er weitergespielt und wie er weitergespielt hat. Phänomenal. Er hat nicht mal im Kopfball sich davor gedrückt. Ja? Einfach alles gegeben, alles reingeworfen. War ein super Captain. Ja? So, Captain America. Besser als Captain America. Ja? So, jedenfalls, ja, Eintracht spielt. Das war, also ich muss auch wirklich sagen, Glasgow Rangers ist nicht gut. Ja? West Ham war deutlich, danke Auto, ja? West Ham war deutlich stärker. Spielerisch. Glasgow war nicht so gut, spielerisch ehrlich gesagt. Die haben einfach nur gekämpft. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum, aber die haben einfach nur gekämpft. Ja, ja, Frankfurt kommt zu Chancen. Es waren jetzt nicht die hundertprozentigen, die von Knauf war stark. Jeder durfte mal gefühlt irgendwie sich da mal austoben da vorne. Hinten hat man über weite Strecken dicht gemacht. Wie gesagt, beide Mannschaften haben sich neutralisiert über weite Strecken. Natürlich kriegt man dann so ein bisschen so immer so ein mulmiges Gefühl, wenn Eintracht mal nicht den Gegner vorne reindrückt, sondern der Gegner so langsam mal in Frankfurts Hälfte kommt. Solche Phasen gibt es auch gerade bei, was war gestern, 30 Grad, 120% Luftfeuchtigkeit. Das ist keine Top-Voraussetzung, um zu spielen. Da möchte man nicht spielen eigentlich, weil ekliges Wetter. Ja, da gehst du schon raus und schwitzt. Ja? Und wenn die noch rennen, eklig. Ja? So. Jedenfalls, ja, bis zur Halbzeit haben sich alle neutralisiert, mehr oder weniger. Aber Frankfurt schon hat mehr gemacht. Ja, okay, die letzten 10 Minuten ist Glasgow ein bisschen nach vorne gekommen und sowas. Aber man darf nicht vergessen, man darf eins nicht vergessen. Glasgow hat die komplette Mannschaft den Spieltag davor, den letzten, ich weiß nicht, ob es der letzte ist für mich, den Spieltag davor in Schottland geschont. Da hat die B11 gespielt, ja. Ganz zu schweigen von Eintracht. Da hat ja wirklich jeder gespielt. Und, ja. Man muss aber auch sagen, dass Glasgow jetzt nicht so den besten Eindruck dann gemacht hat, weil die sind, je näher das Spiel zum Ende kam, umso mehr ist Glasgow kaputt gegangen. Alle kriegen Krampf, alle kacken ab und so. Das Eintracht spielt so ganz normal weiter, so als hätte das Spiel gerade angefangen. Ja, super Eintracht, super Kondition, ja. Ja, dann zweite Halbzeit. Ich bin dann in der Halbzeit schnell abgezogen nach Hause, weil ich konnte die erste Halbzeit nicht zu Hause gucken. Ab dann bin schnell nach Hause, wirklich, ich bin genau diesen Weg hier bin ich gestern in der Halbzeit mit 400 Stundenkilometer geflogen, ja, und ja, zweite Halbzeit ging los. Ja, das Spiel wird ja nicht unspannend, weil je länger nichts passiert, ja, im Gegenteil, fängt so langsam an, so zu zittern und so, ich weiß nicht, manche kauen Nägel, andere, was weiß ich was, ich habe in der Nase gepuppelt. Weil ich weiß nicht warum, ich bin durchgedreht, ich habe von Nervosität in der Nase gepuppelt und zwar so nervös und so hart, dass ich irgendwann irgendwo bei meinem Gehirn war. Ich habe irgendwas in meinem Gehirn gedrückt, ich eine halbe Stunde Spanisch gesprochen habe auf einmal. Ja, ich weiß nicht, was ich aktiviert habe, aber nicht, ja. Ich konnte auch noch Spanisch sprechen auf einmal, ja. Aber alles, ich habe alles gemacht, ich bin durchgedreht, ja. Ich kau nicht auf Fingernägel, aber gestern habe ich damit angefangen, ja. Alles habe ich gestern, ja, das Spiel und dann kommt der Moment, ich habe nicht mal, es ist so, ihr konzentriert euch, ihr fokussiert euch, aber ihr nehmt es nicht wahr, wie es zustande gekommen ist, weil es ist wie ein Trauma, es ist ein Trauma, dass sie sofort, verdrängt, dass sie sofort verdrängt, irgendwo abgeschlossen, tief im Innern abgeschoben irgendwo und fertig. Wollt ihr vergessen, ihr habt das gesehen, ihr guckt so genau hin, ja, ihr guckt so genau hin, was war das, so irgendwie am Ball und dann der Ball geht so zu Tuta und der fällt einfach hin. Und der fällt einfach hin und dieser Aribo macht Kinder froh, rennt alleine freie Fahrt auf Trab. Das Ding rein. Ihr seht so auf der Anzeigetafel 1-0
jede Wiederholung des Tores fühlt sich an, als müsstet ihr, ich weiß nicht, einkaufen gehen mit euren Frauen. Das Schlimmste, oder? So, es war fürchterlich. Es war fürchterlich. Dieses 1-0 siehst du dann so und du hast es schon verdrängt. Du hast nicht gesehen, wie es zustande kommt. Du siehst immer nur Tuta fallen, wie so in Hüllen. Wenn du in die Hölle kommst, siehst du noch immer so einen Loop. So ganz schlimm, habe ich bei Lucifer gelernt. So ein ganz schlimmes Ereignis erlebt ihr immer und immer wieder. Und du siehst einfach nur immer wieder Tuta fallen und der rennt vorbei und der rennt vorbei. Und oh mein Gott, ja. Und du denkst dir so, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Eintracht Frankfurt verliert wegen sowas, ja? Wegen sowas, weil er stolpert einfach, ja? Der arme Junge, man, der hat mir auch leid getan. Ich habe ihn zwar gehasst und verflucht, aber das ist nicht böse gemeint, ja? Es ist, sorry, das ist in der Emotion heraus. Ja, natürlich schreit man sowas, fällst du einfach hin, ja? Es kann passieren. Natürlich ist es jetzt mal vom Ende abgesehen, auch wenn es nicht so ausgegangen wäre, aber es ist natürlich so ausgegangen und es gibt keine Alternative für mich, dass es anders ausgegangen wäre, ja? Aber man ärgert sich ein bisschen schon, aber es ist natürlich alles gut, tut der Arme, er kann einem ja auch leid tun. Er hat doch die ganze Zeit dann gebetet draußen, er hat da gut gebetet, er soll jeden Tag so beten. Und ja, denkst, es kann nicht so gewesen sein, es darf einfach nicht sein. Und dann, nach dem Gegentor, ist Eintracht ja wirklich kurzzeitig ein bisschen eingeknickt. Ja, da war schon so eine Phase, wo du denkst, ey, Glasgow, die haben gerade das 1-0 gemacht, die haben natürlich den psychologischen Vorteil auf ihrer Seite, wenn die jetzt noch mehr drücken und sollte noch irgendein scheiß langer Ball irgendwie da reinrutschen, ist es Knockout. Ja, dann davon holt man sich nicht mehr so einfach im Finale, ja. Du denkst dir so, bei jeder Ecke, je näher sich das Spiel der 90. Minute zuwendet, umso eher denkst du bei jeder Ecke, bei jedem Freischuss, bei jeder Situation denkst du dir, boah, du denkst dir so, das, und was da teilweise für Bälle knapp übers Tor. Wir hatten auch noch Chancen, ja, wir hatten einige, ja, aber ich weiß nicht alles jetzt, aber wir haben einfach das Ding nicht gemacht, wie so häufig auch, ja. Wir waren, wir haben schon mehr vom Spiel gehabt und haben mehr fürs Spiel getan, aber ja, wenn du kein Tor schießt, schießt du kein Tor, das ist ganz einfach, ja. So, jedenfalls, die führen 1-0. Eintracht hat 10, 15 Minuten gebraucht, um sich zu sammeln. Dann sind sie wieder aufgewacht, sind wieder klar geworden im Kopf, haben wieder deutlich strukturierter nach vorne gespielt, bis der Ball mal wieder zu Kostic gekommen. Warum bin ich eigentlich hier gefahren? Egal. Bis der Ball wieder zu Kostic gekommen ist. Und Außenbahn, er spielt in die Mitte rein. Nach Gott sei Dank muss man dazu sagen, es hat eine ganze Saison und 20 Euroleague-Spiele oder sowas gebraucht, bis Eintracht Frankfurt verstanden hat, dass Boré nicht der Spieler für Kopfbälle ist. Ja, er hat nur 34 Bundesligaspiele gebraucht und 20, 30 Euroleague-Spiele und sowas, ja. Dass man vielleicht mal auf die Idee kommt, eine Flanke so halb hoch, Kniehöhe, ja, sowas, ja, in den Strafraum zu bringen. Ja, hat er ganz toll gemacht. Wurde vielleicht dann nach 34 Bundesligaspielen und 20 Euroleague-Spielen und dem einen verkackten oder zwei verkackten, was war das, DFB-Pokalspiele, Runden da mal dann auch mal angesprochen worden, vielleicht vom Taktikunterricht danach nach so einem Spiel, da bringen wir eine Flanke vielleicht halb hoch, weil er ist nicht so groß, ja. Nichtsdestotrotz hat dann Boré genau das gemacht, wofür er bezahlt wird, ja. Wiesel spielen. Das Wiesel hat sich da durchgetankt durch diese ganzen mal wieder, also in der Euroleague spielen nur große, richtig große, stabile Verteidiger, Stürmer teilweise auch, ja. Er hat sich da durchgetankt zwischen allen und kriegt irgendwie zwischen zwei, drei Verteidiger seinen Fuß an den Ball und das Ding ist drin. Und ich weiß, wie es euch geht, alle rasten aus, alle freuen sich, aber seit es Videoassistenten gibt und sowas, kann ich mich bei Eintracht-Treffern nicht mehr freuen, weil ich habe so ein Trauma. Ich habe mich zu oft gefreut und so ein Treffer wurde aberkannt. Deswegen kann ich mich nicht mehr freuen. Ich sitze immer so da und warte, ja. Und erst wenn das Spiel weiterläuft und das Treffer ist okay, dann kann ich mich freuen und dann habe ich wie so ein Spaß mich einfach 5 Minuten als letzter, ich glaube, auf der ganzen Welt gefreut über das Tor, ja. Aber ich habe mich gefreut und dann ist es unglaublich egalisiert. 1-1, alles wieder auf 0 und natürlich wird das Spiel dann in dieser Phase, in der, was war das, 60, 70, 80, natürlich nicht, unspannender, weil, ja, was passiert hier? Und ja, dann war offener Schlagabtausch, Eintracht Frankfurt hat mehrfach gewechselt, ja, rein, raus, ihr wisst schon alle, wer reinkommt, rausgekommen, so. Und da muss man einfach sagen, trotz des Tores von Boré, ja,
trotz das, was am Ende noch passiert ist. Muss man einfach hier sagen, dass Boré natürlich sich unsterblich gemacht hat, weil am Ende des Tages wird in der Geschichte immer, wenn in 300 Jahren die Leute auf kicker.de gehen und sich irgendwelche Daten zu diesem Spiel reinziehen wollen, werden Torschützen gelistet. Ja? Dann steht, wer die Tore gemacht hat. Boré hat das 1-1 gemacht, Boré hat das entscheidende Dings gemacht und so, ja. Da wird nicht stehen, wie oft und welche Bälle und in welcher Minute Trapp gehalten hat. Aber man muss einfach sagen, wenn wir nicht Kevin Trapp als Torwart gehabt hätten, wären wir eh nicht ins Finale eingezogen und hätten das Finale auch bei weitem nicht gewonnen. Man muss einfach sagen, Kevin Trapp war gestern der Mann, der uns den Pokal geholt hat, ja. Weil ich habe Vorfahrt, Kollegen, aber ist okay, weil ihr seht gefährlich aus, mit euch muss man sich jetzt nicht anlegen, ja, ganz einfach. So, jedenfalls, ich muss hier diese scheiß Allergie nehmen, Tabletten. Jedenfalls, Trapp, der hat das ganze Spiel über krasse Dinger gehalten, aber was denn dann in der, dann Kampfverlängerung, ja. Dann noch diese letzten, das Spiel, du denkst dir so, wir sind in der 80., 90., 95., 85., 86., denkst dir so, und dann denkst du dir, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich denke mir so, bitte, also ich weiß nicht, ich halte es nicht mehr aus, bitte machst du die Verlängerung, weil du jetzt noch einen Gegentor kassierst in der Verlängerung, hast wenigstens noch eine halbe Stunde Zeit, um es irgendwie zu verbessern, aber wenn du jetzt in der 87. oder 88. einen Gegentor kassierst, das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben, weil das kann ich nicht akzeptieren. Einfach, ja. Ich kann nicht weiter existieren, indem das passiert ist. Ja? Und dann haben die doch diesen Freistoß und dies und das. Jedenfalls, lange Rede, kurze Sinn, Verlängerung. Ja, Verlängerung, man muss sagen, beide Teams waren am Arsch. Ja, Glasgow sogar noch mehr gefühlt. Eintracht Frankfurt noch vor ein paar Tagen gespielt. Kräftezehrend, ich verstehe das, die kacken ab, Krämpfe hier, Krämpfe da, die kämpfen, ja, lange Rede, kurz Sinn, es passiert wenig, bis auf diese 118. Minute, ich weiß nicht, wie der überhaupt da durchgekommen ist bei der Eintracht, ja doch, durch die Hinterreihen der Eintracht, der ist an der Grundlinie, schafft noch einen Ball in die Mitte zu spielen und der kommt frei aus 6 Metern zum Schuss und Trapp hält das Ding irgendwie mit dem Fuß. Das wäre der Tod, der sichere Tod für mich. Ja, mein Herz hätte gemacht. Einfach fertig. Kein Mann hat der Formel. Traut. Ihr seid alle traut, ja. Ich weiß. Ja. Viele andere auch. Ja. Das, was er da gehalten hat, war unglaublich. Das war unglaublich. Und ich habe einen Freund, das ist schon ein sympathischer Trottel, weil er. Wie am Ende so, ich bin total am Durchdrehen. Wow, ich freue mich wie noch nie in meinem Leben, ich bin total am Durchdrehen. Also er müsste mal so einen Film, so einen richtigen, so eine echte Rolle müsste der kriegen und dann müsste der seine so sprechen. Es war richtig gut. Ich bin total am Durchdrehen. Emotion pur, ja. Jedenfalls hat er dann, aber hat er da mal richtig gesagt, das war die Bewerbung. Das war die Bewerbung für die WM und es gibt keine Alternative zu Kevin Trapp, was da gerade passiert ist, ja. So, Elfmeterschießen. Ja, 118. Minute, ist toll, das Ding ging nicht rein. Es gibt Elfmeterschießen. Was für Elfmeterschießen? Ich denke mal, das ist überhaupt nicht für meine. Das ist. Ich kam überhaupt nicht klar. Das war einfach zu viel für meine Nerven, liebe Leute. Es ging nicht, ja. Ich habe das nicht ertragen. Du hast wieder nicht verloren. Und dann soll wieder so ein Elfmeterschießen entscheiden. Dann die wählen Seiten. Ich weiß nicht, ob Hasebe überhaupt verstanden hat, was er ihm erzählt hat. Der hat sich bestimmt über den Tisch ziehen lassen. Auf einmal beschießen noch auf die gegnerische Tribüne zu. Ist schon mal ein Nachteil. Die fangen an, der trifft unhaltbar. Also nicht unhaltbar, der hat halt, was war das, so mehr in die Mitte, das war der erste, genau. Der hat so halb mittig geschossen, wäre Trapp stehen geblieben, hätte er ihn vielleicht, aber hätte Fahrradkette, was willst du machen? Wenn Torwart dann stehen bleibt und er schießt in die Ecke, dann kommt, sieht auch dumm aus, ja. Ja, also ein Torwart kannst du ja niemals einen Vorwurf machen, mal Elber. Okay, 1-0. Dann kommt Lenz, der eingewechselt wurde zwischendurch. Der war Verteidiger spielen musste, weil Indika und Tuta ausgewechselt werden, muss man sich auch aber vorstellen, ja. Und Hinti verletzt ist. Und Hasebe 37, ja. Lenz schießt den ersten einfach. Und du denkst, warum? Wie kommt, was geht ab? Ja, und
wie er geschossen hat. A la bonne, Lenz. A la bonne, also Respekt. Muss man einfach nur sagen, Respekt. Die Eier zu haben, Respekt. Wirklich, ja. Dann schießen die, unhaltbar. Dann schießen wir. Was war das? Rustic. Unhaltbar. Ich war übrigens begeistert, von wie Eintracht Frankfurt der Elfer geschossen hat. Ja? Dann waren die unhaltbar. Dann sind wir, Kamada, an den Pfosten und rein. Ich beim Gucken, ich habe geschrien, dass ich einen Stürmer habe, ist ein Weltwunder. Ich habe geschrien, ich habe geflucht, ich habe meinen Hund durchs Haus geworfen. Der Arme, tut mir leid, ich muss mich entschuldigen noch bei ihm. Aber ich habe ihm versprochen, wenn Eintracht gewinnt, gehe ich noch mit ihm raus. Bin ich. Ja? Um 1 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts. Also. Jedenfalls, ich bin eskaliert, Leute. Ich bin eskaliert. Also, aber was erzähle ich euch? Ich nehme an, jeder von euch, ja. Dann kam der vierte Elfer von Glasgow. Trapp hält ihn in dem Augenblick. Ich weiß nicht, ich habe so krass geschrien, dass mir irgendwas geplatzt ist. Irgendwelche Gefäße sind geplatzt. Ich habe kurzzeitig nichts mehr gehört und irgendwie wurde mir heiß. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas habe ich in meinem Körper ist implodiert. Dann hast du den Vorteil. Dann denkst du dir, wenn jetzt Kostic trifft und der andere nicht, hast du einfach die Euroleague gewonnen, ja? Dann schießt Kostic, der Torwart hat die Ecke. Was ist überhaupt von Torwart Conor McGregor? Wer hätte mir gesagt, dass Conor McGregor im Tor ist, hätte ich auch irgendwas organisiert für Schlägereien. Ja, 40 Jahre alt, was will er da überhaupt noch, ja? Jedenfalls hat er die Ecke geahnt. Aber Kostic hat noch einen schlechtesten Elfer geschossen, aber war auch gut, war platziert, ja? Ging rein. Und denke ich, okay, wenn der Letzte nicht trifft, bist du Euroleague-Sieger. Okay, er hat getroffen. Scheiße, aufgeregt, habe ich mich aufgeregt. Aber dann kam Boré. Und dann kam Boré. Mehr Druck. Ich will nicht sagen Verantwortung, weil Verantwortung ist vielleicht in dem Sinne schon zu hoch. Also es ist schon mehr so ein ernsterer Begriff Verantwortung, wenn du wirklich Verantwortung hast, ja. Es ist immer noch Fußballspielen, ja. Aber Druck hast du ohne Ende. Er nimmt den Druck auf sich, schießt das Ding eiskalt rein. Und Eintracht Frankfurt war Euroleague-Sieger. Und eine Mannschaft mit eiskalten Eiern. Nein, eiskalten Killer. Eier aus Stahl. Ich habe gerade was vermischt, aber eiskalte Eier klingt auch gut. Ein Tag mal wurde eiskalte Eier und ich kann es ja immer noch nicht fassen. Leider muss ich heute noch arbeiten und werde aber alles auf jeden Fall live mitverfolgen, später bei RTL oder wo die das übertragen. Kann nicht zum Römer, aber es ist mal, ist egal jetzt erstmal. Ja. Eintracht Frankfurt hat die Euroleague gewonnen, liebe Leute. Ja. Verdient. Wie keine andere Mannschaft, wenn du Barca weghaust, wenn du alle anderen weghaust, wenn du so kämpfst, wenn du solche Fans hast. Und ich muss auch Respekt sagen an die Glasgow-Fans. Es ist nicht leicht, Frankfurter Fans zu toppen. Ja, mit allem. Und ich sage nicht, dass ihr die getoppt habt, aber 100.000 zu einem Auswärtsspiel in ein anderes Land zu bringen, das ist eine Hausnummer. Ja? Im Stadion, die, das war ein Luschen, da war Eintracht Frankfurt 20 Mal lauter. Ja? Aber ist okay, das ist ein Respekt, Glasgow. Akzeptiert es, schluckt es runter und geht nach Hause. Ja? Ich bin nett zu euch. Ja? Weil es gibt es nicht häufig, dass ich sowas sage. Weil keine andere Mannschaft hat sowas, wie ich bei Glasgow gesehen habe. Außer Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, nur Frankfurt kann das. Ja? Habt ihr gesehen, was beim Waldstadion los war? Was war das? Was war das, was beim Waldstadion los war? Ja? So was gibt's, so Menschenaufruf gab es ja nicht mal, als Aldi-PCs damals rauskamen. Wisst ihr noch, als Aldi-PCs rauskamen für so wenig Geld, dann gab es Schlangen bis nach Madagaskar, haben die Leute sich da angestellt, ja. Und das Stadion war so voll. Absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Eintracht Frankfurt ist in der Champions League, das hat man sich noch gar nicht realisiert. Am besten freut sich jetzt der Bundesliga 8, ich weiß gar nicht, wer das ist. Der spielt nämlich jetzt auch international, dank Eintracht Frankfurt. Bedank dich mal, schick mal eine Grußkarte an meine Adresse. Ja, schreib mir eine E-Mail, schick mir ein bisschen Geld, ein bisschen Bitcoin, ist alles gut. Ja, schick mir ein Vino, alles gut. Ja, absoluter Knaller, liebe Leute. So. Und ja, aber ein bisschen Karma spielt auch mit rein, denn das habe ich irgendwo, es ist jetzt nicht aus meinem Mist gewachsen, aber das stimmt. Ich habe natürlich dann zum Einschlafen so gute Nacht geschehen. Ich muss zugeben, ich habe keine Sekunde geschlafen.
Ich habe keine Sekunde heute Nacht geschlafen. Ich war abs versucht. Ich lag zwar, aber ich war jede Sekunde bei vollem Bewusstsein, weil ich einfach zu viel Adrenalin hatte. Ich bin nicht klar gekommen, ja. Und habe dann die ganze Zeit noch so gelesen, jeden scheiß Kommentar zu Eintracht Frankfurt bei Transfermarkt und sowas. Und irgendeiner hat gesagt, hat da recht gesagt, ich müsste ihm jetzt eigentlich auch Credits geben, aber natürlich habe ich total vergessen, wer das war. Aber ist egal, wir sind alle Eintracht Frankfurt, ja. Was hat er gesagt? Das ist absolut richtig. Das ist absolutes Karma. Denn letzte Saison haben wir die Euroleague. Also, so fügt sich der Kreis. Ja, wir haben letzte Saison die Champions League verpasst, weil wir waren 7 Punkte, 5 Spieltage vor Schluss, 7 Punkte vor Dortmund. Und dann genau dann verkündet Hütter, dass der zu Gladbach geht und wir spielen gegen Gladbach. Ja, was ist das? Dann, total eingebrochen, verkackt, Champions League verkackt. Ja? Dann waren wir kurz davor in dem Jahr in der Champions League im Halbfinale, Euroleague Halbfinale. Und zwar das Finale vergönnt, was wir eh gewonnen hätten, ja. Hat nicht funktioniert. Glasner hat Wolfsburg in die Champions League geführt, aber den Verein gewechselt, weil Schmadtke ihn da weggejagt hat. Er kam zu uns und ihm blieb es vergönnt. Ihm ist es vergönnt geblieben, in die Champions League zu kommen, ja, und zu spielen, ja. Und einfach dann, ja, dass Bobic und Hütter uns verlassen haben, wegen der besseren Perspektive, ja, für, ja, der eine ist schon gefeuert worden, er braucht mir nichts zu erzählen, dass die Kündigung einvernehmlich war, ja, braucht er nicht. Und der andere spielt heute die Relegation gegen Hamburg und heute sind wir alle Hamburg-Fans. Es ist einfach so, heute sind wir alle Hamburg-Fans, liebe Leute, ja. Und es ist, ihr denkt, ich fahre hier zum Spaß, aber es ist bitterer Ernst, dass ich keinen Parkplatz finde. Ich habe übrigens gestern das Video mittags hochgeladen, es kam einfach eine halbe Stunde vom Spiel raus. Sorry, aber ich kann nichts dafür, wenn YouTube überhitzt wurde von Eintracht-Fans. Nur Eintracht hat gestern YouTube zerlegt, ja. So, ja, die sind beide gewechselt für die bessere Perspektive. Der eine nach Berlin, der andere nach Gladbach. Der eine wurde schon entlassen und hat die halbe Saison, also verkackt ohne Ende. Die Mannschaft hat komplett gegen ihn gespielt. Und der andere, das ist einfach so ein Fragezeichen, was er da in Berlin gemacht hat, ja. Und er hat Korkut geholt. Also, das mit Magath war ja gar nicht mal so verkehrt. Also, es ist, also normalerweise war Magath immer so ein Typ. Wenn es drauf ankommt, holst du den und dann kann er der Mannschaft nochmal in den Arsch treten, was noch was bringt, ja. Aber, dass du Korkut geholt hast, das war schon ein Kündigungsgrund, ja. Ja, jetzt müssen wir alle Hamburg die Dings drücken. Ich meine, Magath drückt doch selbst Hamburg die Daumen. Also müssen wir dann uns nicht streiten, ja. Magath ist doch Hamburger, deswegen Magath ist doch Hamburger. Doppeldeutig, ja. Aber ich hab Bock auf Hamburger. Ich esse seit 2 Tagen nur Magerquark. Oh Gott, ich könnte alles essen. Aber egal. Jedenfalls, Champions League, ja. Was habe ich gerade gelesen? Aber Eintracht Frankfurt, du hast Vorfahrt, Kollege. Okay, danke. Möchte nicht zu viel ausgeben, möchte nicht Unsummen investieren, werden nicht verrückt und sich zu weit aus dem Fenster lehnen mit den ganzen Millionen, die jetzt auf uns zukommen, ist vielleicht ganz in Ordnung. Ist in Ordnung, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns verstärken, wir werden unser Team bestimmt zusammenhalten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kostic in Frankfurt bleiben wird. Der ist einfach in so einem Alter, ist schon so lange hier, hat sich hier komplett eingelebt, hat ja auch Familie hier. Und also seine Familie ist hier, meine ich. Und ich glaube, mit dem Alter, mit dem keine andere Mannschaft was Besseres bieten können als Eintracht Frankfurt jetzt. Aktuell, nächstes Jahr Champions League, Euroleague-Sieger. Bestimmt gibt es ein bisschen was drauf auf dem Vertrag, auf dem Gehalt, meine ich. Und ich denke, wir bleiben. Der Einzige, der unhaltbar ist, meiner Meinung nach, auf jeden Fall für Trapp keiner, aber Indica. Ich weiß nicht, ob Indica ist, ob wir den halten können. Aber gut, werden wir uns nochmal unterhalten, ja. Eintracht Frankfurt ist Euroleague-Sieger 2022, ja. Ich habe es euch gesagt, ja. Ich habe gesagt, Eintracht Frankfurt wird deutscher Meister. Ich habe gesagt, Eintracht Frankfurt wird deutscher Pokalsieger. Ich habe gesagt, Eintracht Frankfurt wird Euroleague-Sieger. Eintracht Frankfurt ist Euroleague-Sieger geworden. Eintracht Frankfurt ist deutscher Pokalsieger geworden. Eintracht Frankfurt wird auch deutscher Meister werden. Eintracht Frankfurt wird auch die Champions League gewinnen. Und was ich total vergessen habe, aber was jetzt passieren wird, ist logisch. Eintracht Frankfurt wird den Supercup gewinnen, ja? Eintracht Frankfurt wird danach alles gewinnen, was man gewinnen kann. Und zwar 3-mal hintereinander, liebe Leute. Ihr glaubt mir nicht, ihr werdet es sehen. Ja, seitdem ich diese Sendung hier mache, ist es so. Ja, das Eintracht Frankfurt alles gewinnt, was ich sage, und es wird auch genauso weitergehen. Ja, in dem Sinne, liebe Leute,
als Eintracht-Fan ist heute der schönste Tag aller Zeiten, seit 40 Jahren, hundertprozentig. Eigentlich gestern, aber heute fängt man so langsam an zu realisieren. Ein paar Stunden ist die Mannschaft, wird die Mannschaft landen, dann am Römer. Da gibt es eine Riesenparty in Frankfurt. Und es ist einfach schön. Es ist einfach nur schön. Jetzt hat die Mannschaft sich einfach alles verdient, was man sich verdienen kann. Ja, nachdem die so gekämpft hat. Eurofighter? Schalke? Wollt ihr mich verarschen? Was für Eurofighter aus Schalke? Ja, Schalke ist mal jetzt Vergangenheit. Ich freue mich natürlich, dass sie wieder in der ersten Liga sind. Das ist schon okay, richtig so, ja. Aber Eurofighter, ich glaube, das ist Frankfurt. Oder? Weil Schalke hat nicht so gekämpft wie Eintracht Frankfurt in dieser Euroleague-Saison. Ja? So, in dem Sinne, liebe Leute, schreibt mal unter das Video, was ihr davon haltet. Eintracht Frankfurt hat die Euroleague gewonnen. Die Saison ist zu Ende. Wir haben gewonnen, alles, was es zu gewinnen gibt. Und wir sind Sieger von allem. Herzen, Pokale, Titel, alles, alles. Eintracht waren wir jetzt einfach die beste Mannschaft der Welt und sie hat es mal wieder bewiesen. In dem Sinne, tschüss, ich werde jetzt einfach hier Kamikaze irgendwo parken, wo ich parken darf, weil ich muss. Und tschüss, ja? Also, ihr seid die Besten. Heute ausnahmsweise. Tschüss.